Kate, ich mach dich fertig. Oh nein. Boah, was für eine Tasche. Ui, so schön bunt. Oh. Ich bin begeistert. Wow. Die ist ja voller Nagellack. Damit werde ich mir gleich die Nägel machen. Susie, das Gelb wird dir stehen. Einfach perfekt. Was hast du angerichtet? Solche Nägel will ich nicht. Ich frage mich, ob du jetzt den Deckel heben kannst. Das ist voll schwer. Aber so leicht werde ich nicht aufgeben. Ich habe eine Idee. Aua. Die blöden Nägel werde ich noch los. Freiheit. Eine Schokotasche. Wie toll. Ich muss sie dringend öffnen. Vielleicht solltest du einfach abbeißen. Kate, das war eine gute Idee. Oh. Die Schokolade scheint gut zu schmecken. Da ist was drin. Der Nagellack ist essbar. Komm, wir machen uns die Nägel. Ich werde mich gleich rächen. Fertig. Oh Gott. Sorry, aber das musste sein. Was soll ich jetzt damit anfangen? Ah, das kann man doch einfach essen. Okay, solche Nägel gefallen mir. Diesmal fange ich an. Oh, was für ein cooler Schuh. Schau, da sind bunte Bonbons dran. Oh. Ein Schokospringbrunnen ist ja fabelhaft. Der ist voll schön. Und schmecken tut er auch. Ich will ihn auch probieren. Das ist einfach göttlich. Ich beneide dich voll. Fabelhaft. Und jetzt ran an die Schokolade. Das ist doch voll unfair. Ich kann doch nichts dafür. Dann kann ich nichts dafür, dass meine Schuhe einfach genial aussehen. Zu blöd, dass meine Zeit fast um ist. Aber am Ende will ich noch so viel wie möglich essen. Susie, jetzt reicht's aber. Ich bin dran. Okay. Schau, wie schön die sind. Ich muss sie anprobieren. Pack mal deine Beine weg. Wow. Gib's zu. Du hättest auch gerne solche. Und mein Outfit erst. Sieht perfekt aus. Oh nein, es wird gleich Mitternacht. Oh. Kate, du hast dich in einen Kürbis verwandelt. Hallo? Ist da jemand? Komm, wir machen gemeinsam auf. Lippenstifte, voll toll. Die riechen so gut. Ich glaube, die kann man essen. Genau, die sind aus Schokolade. Gefällt mir. Sieht nicht gerade gut aus. Ups, ich muss mir die Zähne putzen. Aha. Das kann nur eines bedeuten. Meine Lippenstifte sind echt. Ich werde mich schick machen. Fertig.
Okay, dieses Küsschen ist für dich. Wieso hast du das getan? Na, um dir deine Süßigkeiten wegzunehmen. Oh, so viele davon. Hör sofort auf. Die gehören mir. Das ist nicht fair. Oh Mann, du hast mir nichts übrig gelassen. Ein Kamm, nicht schlecht. Ich hoffe, der ist nicht aus Schokolade. Wow! Meiner sieht viel sympathischer aus. Oh nein, ich lag falsch. Meiner ist essbar. Glück gehabt. Ich will ihn so richtig genießen. Na gut, ich mach mir so lange die Haare. Sieht gar nicht schlecht aus. Steht dir? Ich will auch so eine Frisur. Kate, was ist mit dir passiert? Susie, was lachst du? Oh nein, das muss Schlagsahne sein. Das gefällt mir gar nicht. Ich pack das weg. Da ist gar nichts lustig dran. Und das ist für dich. Bitte sehr, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wieso? Hättest mich nicht auslachen sollen. Was für ein nettes Ferkelchen. Wow! Ich habe auch was Ungewöhnliches. Das ist eine Gesichtsmaske. Mal sehen, wie effektiv sie ist. Ich sehe übrigens aus wie ein Ferkelchen. Voll witzig. Oh ja, das wird mir gut tun. Zeit, dass ich meine Maske auch einsetze. Oh, die ist voll schön. Und jetzt die zweite Hälfte. Fühlt sich gut an. Meine Hände sind grün geworden. Jetzt schrei doch nicht so. Du kannst gut reden. Du siehst nicht aus wie Shrek. Wenn du die Maske nicht mehr brauchst, dann nehme ich sie mir. Ich bin mir sicher, die schmeckt gut. Oh. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Schön, dass hier sofort alles klar ist. Huh? What? Schau, was für ein nettes Armband. Wow! Oh, das ist voll cool. Was sagst du zu meinem Ring? Gib's zu, die sind perfekt. Das Zeug riecht so süß. Ich glaube, das kann man essen. Schau mich nicht so an, ich bereue nichts. Was für eine tolle Blase. War voll witzig. Das heißt also, dass mein Ring auch essbar ist. Mal sehen, was sich in meiner Kiste befindet. Schmuck? Kann nicht wahr sein. Ist der schön? Wow, voll cool. Das war noch nicht alles. Hier ist noch ein Ring. Was ist, wenn der von einem Märchenprinzen ist? My Princess. Susie, du hast mich bezaubert. Will you marry me? Hey, komm mal wieder auf den Teppich. Okay, dann muss ich halt was Radikaleres anwenden.
Na also. Oh. Du hast alles ruiniert. Und letzte Runde. Wow, das ist ein Pinsel und Rouge. Bei mir auch. Lass mal schauen, was da drin ist. Ah, das ist nicht wirklich meine Farbe. Kate, kann ich dein Rouge haben? Oh, das passt perfekt. Ich liebe Glitzer. Was lachst du? Ich befürchte, dass man das essen sollte. Wie lecker. Oh Menno, ich habe alles verwechselt. Aber na gut, es hat Spaß gemacht. Schokolade gegen Kaugummi. Mal sehen, wer gewinnt. Ich weiß bereits die Antwort auf diese Frage. Schau dir diesen Schokoriegelautomaten an. Ich bin mir sicher, ich werde was richtig Tolles bekommen. Und ich habe einen Kaugummiautomaten. Der ist mega schwer. Oh, so viele Kaugummis. Ich liebe es. Jetzt muss ich den Griff drehen. Klasse. Hier ist mein erster Kaugummi. Ich frage mich, wie er schmeckt. Der ist grün. Das schmeckt ja nach Apfel. Und da ist auch noch eine flüssige Füllung drin. Mary, schau mal, wie lange er sich ziehen lässt. Voll toll. Willst du eine andere Geschmacksrichtung probieren? Großartige Idee. Aber der Drehknopf klemmt. Du hast recht. Das funktioniert nicht. Aber es muss doch einen Ausweg geben, oder? Ich denke, den Automaten können wir auseinandernehmen. Probieren wir es mal. Oh, klasse. Es hat funktioniert. Mary, was würde ich nur ohne dich tun? Hier, das ist mein kleines Dankeschön. Jetzt suche ich mir eine andere Geschmacksrichtung aus. Oder ich nehme mir gleich mehrere. Viel leckerer. Ich stopfe mir den Mund voll. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt bin ich aber dran, meinen Automaten zu probieren. Ich muss wohl auf einen Knopf drücken. Mann, das Ding funktioniert nicht. Oh, ein Twix. Du hast eine gute Schlagkraft. Gut gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wow. Jetzt habe ich schon zwei Schokoriegel. Ich mache weiter so. Und noch mehr. Und noch mehr. Wow, du hast ja viel. Ich habe mir Mühe gegeben, um diese Schokoriegel rauszubekommen. Jetzt wird es Zeit, dass ich sie probiere. Das sieht so appetitlich aus. Die Schokolade schmilzt einfach nur im Mund. Ich bin zufrieden. Schau mal, so viel Karamell. Und den Twix mag ich für diese knusprigen Kekse. Ich liebe es. Und hier kommt die zweite Runde. Das ist ja so eine Art Schokoladenwahnsinn. Aber ich liebe es. Ich will noch mehr Riegel. Na los, wieso funktioniert das Ding nicht? Ich will mehr. Ups. Mary, geht's dir gut? Dieser Schokowahn wird sie noch irgendwann umbringen. Gut, dass ich rechtzeitig aufhören kann. Oh, so viele Kaugummis. Ich kann sie kaum zählen. Das ist ja unglaublich. Schau mal, Kate. Ich habe so eine wunderschöne und zerbrechliche Schokoladenkonstruktion. Ich habe sogar Angst zu atmen. Du musst sie aber probieren, also. Hurra, es hat geklappt. Ich will noch den Rest kaputt machen. Und noch ein bisschen. Das war's auch schon, ich hab's geschafft. Das hat Spaß gemacht, jetzt bist du aber dran. Okay, schau mal. Ich habe meinen Turm auch kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt können wir das alles probieren. Du hast recht, verlieren wir keine Minute. Mein Kaugummi sieht wirklich toll aus. Ich liebe die Farbe. So richtig weich und süß. Ich liebe es. Ich kann es kaum erwarten, meine Schokolade zu probieren.
Die sieht richtig toll aus. Schau mal, wie sanft. Die zerbricht so leicht. Ich liebe den Geschmack. Da haben wir Glück gehabt. Ich habe mir was einfallen lassen. Das ist genial. Ich bin stolz auf dich. Lass uns schneller anfangen. Du hast recht. Ich werf zuerst und du fängst. Okay. Gefangen. Und jetzt tauschen wir. Hey, was soll das? Ich treffe einfach nicht. Was soll das? Mary, halt still. Heute ist einfach nicht mein Tag. Wieso klappt das nicht? Ah, es klappt ein anderes Mal. Du hättest mir gleich sagen sollen, dass du nicht besonders treffsicher bist. Du hast kein einziges Mal getroffen. Gut, dass die Schokolade auf meinem Gesicht gelandet ist. Hurra, ich liebe Nutella. Und ich habe Kaugummi in der Tube. Gar nicht schlecht. Sieht so ungewöhnlich aus. Sieht aus wie Zahnpasta, aber ich bin mir sicher, das schmeckt viel besser. Oh, ich hatte recht. Großartig. Sorry, Mary, aber ich muss dringend einen Bissen nehmen. Sowas habe ich ja gar nicht erwartet. Ich will Nachschub. Mehr und mehr. Oh Mann, meine Tube ist leer. Wie kann das sein? Was hast du vor, Kate? Ich werde die Tube aufschneiden. Ich bin mir sicher, da ist noch was drin. Super, ich habe es mit dem Finger rausgefischt. Ich liebe es. Mir fehlen einfach die Worte. Jetzt bin aber ich dran. Oh Mann, wie soll ich das Glas öffnen? Oh, es hat geklappt. Noch ein Hindernis. Das wirst du schnell schaffen, Mary. Du hattest recht. Schau, das ist meine Schokopaste. Ist die nicht schön? Ja, aber halt sie mir nicht direkt vom Gesicht. Tut mir leid, aber ich bin so begeistert. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das köstlich ist. Du bist hier gar nicht zu bremsen. Oh, du hast die Sache auf den Punkt gebracht. Mary, du bist ja voller Schokopaste. Mmh. Wie wär's denn, wenn wir unsere Süßigkeiten kombinieren? Kaugummi und Nutella? Oh, ein Versuch ist es wert. Fang du an. Ich hoffe, es wird mir gefallen. So weit, so gut. Oh, dein Plan hat funktioniert. Jetzt mache ich eine Kaugummiblase. Die wird sicher schokoladig. Das müssen wir unbedingt probieren. Na, Mary, siehst du was? Sorry, ich konnte nicht anders. Ich wollte deine Blase zum Platzen bringen. Das hat Spaß gemacht. Warte, ich schmier dich auch voll. Oh, die Farbe steht dir total. Kinderüberraschungseier. Gar nicht schlecht. Oh, was zum Teufel ist das denn? Das sind lange Kaugummis. Die baumeln voll schön, nicht wahr? Ich liebe es. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich bin bereit, meine Schokoladeneier zu probieren. Ich hoffe, da ist ein Geschenk drin. Oh, das sind ja zwei Hälften. Mit welcher soll ich anfangen? Mit der hier. Oh, cool. Das ist meine kleine Überraschung. Das Spielzeug will ich aber zusammenbauen. Oh, das ist ja ein kleiner süßer Bär mit einer Krone. Die anderen Spielsachen hatte ich ja fast vergessen. Das sieht auch niedlich aus. Zeig's mir, Mary. Das ist für mich. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Mal sehen, was in der anderen Eierhälfte drin ist. Schokokugeln mit cremiger Paste. Super. So richtig sanft. Ich bin begeistert. Das ist ein perfektes Dessert. Ich will gleich mehr davon haben. Da habe ich aber Glück gehabt. Ich will nicht mal den Löffel benutzen. Es klappt. Jetzt bin ich aber dran. Mit welchem Kaugummi soll ich beginnen? So richtig süß. Um den Geschmack zu intensivieren, nehme ich mir gleich mehr Kaugummi. Das ist genau die richtige Menge.
Genau das, was ich wollte. Klingt toll. Schau mal, sehe ich aus wie ein Oktopus? Ja, genau wie ein Oktopus. Das macht Spaß. Ich will noch mehr davon. Ich liebe diesen Kaugummi. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich wusste gar nicht, dass du so viel auf einmal schaffst. Ich brauche diese Menge, um eine riesige Kaugummiblase zu machen. Wow, die ist ja wirklich groß. Vielleicht ist es an der Zeit aufzuhören. Kate, kannst du mich hören? Hier wird's langsam eng. Oh, was für eine Explosion. Ich hab dich gewarnt. Hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Versuch mal, unsere Schokoladen-Challenge zu überstehen. Oh. Der Anfang gefällt mir ja gar nicht. Ich will keine Zwiebeln. Aber okay, ich kann das schaffen. Probieren wir mal. Ugh, wie eklig. No. Hier fehlt noch was. Was hältst du von bunten Streuseln? Thank you. Danke, das ist um einiges besser. Aber es schmeckt trotzdem widerlich. Gut, dass ich einen süßen Chupa Chups bekommen habe. Das ist nicht fair. Das denke ich nicht. Ich bin mir sicher, der Lutscher muss gut mit der Schokolade schmecken. Ist das lecker? Wow! Ja! Ich will auch was zu dem Lutscher addieren. Was hältst du von etwas Wasabi? Mal schauen, was du dazu sagst. Ich brauche noch mehr Schokolade. Ja, klar, nimm dir mehr. Oh, ist das scharf? Susie, hast du Wasabi in die Schokolade gekippt? Ich dachte, das würde dir gefallen. Yeah. Wow. Ich kann's nicht glauben. Ich habe Eis bekommen. Und ich habe Chili. Das will ich nicht essen. Dann bleib doch hungrig da sitzen. Ich mach mich an mein Eis mit Schokolade. Ist das lecker? Ich krieg nicht genug davon. Gib mir auch ein Stückchen. Du hast deine Chili. Guten Appetit. Na gut, dann probiere ich eben ein bisschen. Oh nein, ich glaube, das wird viel zu heiß. Genau. Ich brauche dringend was Kaltes. Puh, jetzt geht's mir wieder besser. Ist das lecker? Ich habe doch gesagt, dass das Eis klasse ist. Na, endlich mal was Anständiges. Ich liebe Chips. Also die mag ich ja auch viel mehr als Essiggurken. Vielleicht schmecken die ja mit Schokolade besser. Oh. Sieht nicht gerade toll aus. Oh, und schmecken tut es eklig. Ich muss gleich kotzen. Also appetitlich sieht das sicher nicht aus. Naja, wie auch immer. Ich esse was Besseres. Die Schokolade kippe ich direkt in die Dose. Schokochips? Ein Traum wird wahr. Jetzt schön schütteln und probieren. Das sieht ja appetitlich aus. Und schmecken tut es noch besser. Ich will das auch probieren. Ich nehme mir ein bisschen. Aber so, dass Monika nichts bemerkt. Hey, Finger weg. Susie, das ist meins. Nein, nein, nein.
Hurra, ich habe wieder was Leckeres. Wassermelone mit Schokolade. Was für eine Kombination. Zitrone mit Schokolade ist vielleicht eine harte Kombination. Da wird mir vom Anblick sauer. Ich hoffe, die Schokolade macht die Sache etwas süßer. Wünsch mir Glück. Oh, wie sauer. Ich krieg einen Krampf. Ich kann das nicht ansehen. Halte durch, Susi. Das war's. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will Schokolade ohne Zitronen. Ah, es ist immer noch sauer. Oh. Ich freue mich auf meine Wassermelonen. Schmeckt klasse. Ich hatte recht. Klar, du hast immer Glück. Huh? Ah, bloß nicht neidisch sein. Was für nette Lutscher. Ich weiß gar nicht, welchen ich aussuchen soll. Oh. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieso kriegt die Süßigkeiten und ich Brokkoli? Dafür geht Brokkoli schonend mit deiner Figur um. Schau, die Dinger lassen sich als Schmuck tragen. Aber ich esse sie lieber. Echte süße Diamanten. Von wegen Star hier. Genug Gelaber. Iss deine Brokkoli. Das werde ich auch. Schmeckt übrigens gar nicht so schlecht. Wieso bist du so zappelig? Yeah! Bingo! Wieder was Süßes. Eine ganze Packung Skittles, ist das nicht toll? Oh. Hähnchen ist auch was Nettes. Aber sicher nicht mit Schokolade. Ständig bist du unzufrieden. Entspann dich und genieß den Moment, so wie ich. Wow! Und merk dir dieses Rezept. Skittles mit Schokolade. Vielleicht kriegst du ja selber mal die Möglichkeit. Mh, wie lecker. Das will ich hoffen. Na gut, jetzt zu meinem Hähnchen. Erzähl mir danach, wie es schmeckt. Ich bezweifle, dass das gut wird. Wünsch mir Glück. Das werde ich brauchen. Monika, das schmeckt fabelhaft. Echt jetzt? Klar doch. Wieso sollte ich dich anlügen? Gib mir das Hähnchen. Ich muss das auch probieren. Ich kipp noch ein paar Bonbons drüber. Das macht es sicher besser. Oh, schmeckt viel zu bunt für mich. Susi, du hast mich angelogen. Sorry. So naiv. Aua, ich habe einen Kaktus, der piekst. Wie soll ich das essen? Na, endlich kriege ich auch mal was Leckeres. Bananen mit Schokolade. Ein wahrer Klassiker. Lass mal sehen. Oh, das will ich unbedingt probieren. Fertig. Oh ja, das ist klasse. Genau wie ich gedacht hatte. Sieht appetitlich aus. Und schmecken tut es auch gut. Oh, sorry. Geht das vielleicht noch vorsichtiger? Du bist doch bloß sauer, weil du hungrig bist. Ist doch dein Kaktus. Und ich mach mit meiner Banane weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Sache angehen soll. Aber nein, ich habe eine Idee. What?
Ich schneide die Stacheln ab. Scheint zu klappen. Und die letzte. Fertig. Zeit für ein bisschen Schokolade. Oh, schmeckt ja seltsam. Was ist da drin? Oh, wow, das sind ja Gummibärchenwürmer. Wow. Was für eine Überraschung. Die muss ich dringend rauskriegen. Oh ja, heute ist mein Tag. Oh Mann, wie konnte das passieren? Ich habe keinen Appetit mehr. Ein Burger? Aber den will ich nicht mit Schokolade übergießen. Und ich habe ein Gummibärchen. Das muss gut zusammenschmecken. Okay, sowas sollte mich nicht erschrecken. Vielleicht ist es ja besser, als ich gedacht habe. Schmeckt ja tatsächlich nicht schlecht. Oh Gott, wie kannst du das bloß essen? Also mir gefällt's. Ich hätte gern Nachschlag. Naja, sowas soll's geben. Mir gefällt mein Gummibärchen viel mehr. Schmeckt tatsächlich gut. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich was probiere, oder? Hallo, gib das her. Aua, das tat weh. Sorry, du wolltest doch selber, dass ich ihn dir zurückgebe. Ich hoffe, uns erwartet was Leckeres. Lasst uns herausfinden. Oh nein, ich hasse solchen Stinkekäse. Ich hab dasselbe. Hey, you! Was für ein Fail. Mein Käse stinkt aber nicht. Meiner aber schon. Meine Güte. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Mir geht's besser. Und ich? Wie soll ich bitte schön atmen? Vergiss es, das ist meine Klammer. So kann ich meine Schokolade bestens genießen. Ich bin mir sicher, die muss genauso gut schmecken, wie sie riecht. Herrlich. Hey, you! Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? Bitte? Na, gerne doch. Doch nicht. Ausgetrickst. Mann, das ist so gemein. Gar nicht. Das war nur ein klassischer Prank. Cool, nicht wahr? Betty, jetzt bist du dran. Na los, mach schon. Oh nein, ich sterbe doch von dem Geruch. Okay, ich muss bloß die Luft anhalten. Es hilft nicht. Jetzt stinkt mein Mund. Wie schlimm ist das denn? Nein, du musst aber weiter essen. Guten Appetit. Ich kann aber wirklich nicht. Vielleicht kann mir etwas Erdbeersirup helfen. Ich probiere mal. Oh no! Das ist nicht fair. Das macht die Aufgabe doch viel zu einfach. Riecht wirklich nicht mehr so stark. Vielleicht schmeckt es auch besser? Nein, gar nicht. Das hast du verdient. Ich habe die Nase voll von dir. Hey, was treibst du? Ich räche mich. Na, wenigstens was Leckeres. Hoffentlich. Lasst uns herausfinden. Oh mein Gott, das sind Augen. Warte, die sind so groß, die können doch gar nicht echt sein. Eindeutig. Die schmecken auch noch gut. Genau. Mein Auge ist aus Schokolade. Und mega groß. Jess, schau mal. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will es essen. Oh, wie lecker. So viel Schokolade. Klasse. Ich will auch was probieren.
Nein, das gehört mir. Aber ich will doch bloß probieren. Na gut, ich habe mein eigenes. Lecker. Aber ich will Schokolade. Wie könnte ich das schaffen? Ach so. Oh Mann, ich falle. So einfach war das. Jetzt kann ich mich an die Schokolade machen. Lecker. Hallöchen. Oh je. Das hättest du lieber nicht getan, Schätzchen. Ich will nicht mehr. Mit mir legst du dich besser nicht an. Das ist mein Auge. Was ist es? Halt, ich will Erste sein. Ein Schuh? Was soll ich damit anfangen? Ich habe selber Schuhe. Vielleicht ist er essbar? Nein, der schmeckt gar nicht. Eklig. Tja, was soll ich da sagen? Bla, bla, bla. Vielleicht hast du was Schlimmeres. Na, gar nicht. Mein Schuh ist schöner und schmeckt besser. Ich hätte auch gerne so einen. Lecker. Und ein schönes Muster aus Skittles. Hat er auch noch. Gibst du deiner besten Freundin was ab? Nein, lass mich. Ich will doch nur was abbeißen. Ich habe gesagt, geh weg. Ich will doch nur den Absatz. Nein, ich habe gesagt, nein. Geizhals. Bitte. Nein heißt nein. Dann muss ich zu anderen Mitteln greifen. So, jetzt hast du nichts mehr. Wieso tust du das? Oh, auf meinem Schuh ist auch etwas Schokolade geblieben. Schmeckt gut. Mir ist nichts übrig geblieben. Na, vielen Dank. Trommelgewirbel und los geht's. Ein Ball? Ich kann noch nicht einmal Fußball spielen. Ich habe auch einen Ball und der sieht viel interessanter aus. Er ist weich. Wie lecker. Der ist aus Schokolade. Ich will auch so einen. Mit dem kann man sowohl spielen, als ihn auch essen. Ups, ich glaube, ich habe ihn zu hoch geworfen. Er ist zerbrochen. Das heißt, ich kann mir was nehmen? Nein, das kannst du nicht. Er gehört immer noch mir. Schmeckt so gut. Davon kann ich leider nichts abgeben. Was soll ich machen? Ball spielen? Das bringt mich auf eine Idee. Das war nicht stark genug. Nochmal. Was soll das? Die bemerkt ja gar nichts. Ich hab's. Ich muss nur genug Schwung nehmen. Und das war's. Na endlich. Jetzt gehört die Schokolade mir. Schmeckt tatsächlich. Was war das? Ah, cool, Schokolade. Die gehört mir. Ab unter den Tisch. Ich frag mich, wie es weitergeht. Oh, das ist ein Kätzchen. Schau, wie süß es ist. Goldig. Und riecht süß. Wie so Schokolade. Wenn deiner Schokolade ist, was hab ich dann wohl? Oh, wie süß, ein echtes Kätzchen. Ist ja niedlich. Darf ich mal? Nein, Finger weg, es gehört mir. Wie auch immer, ich hab meine Schokokatze. Ich hab was Feines für meine Mieze. Katzen lieben Milch. Sie trinkt bereits. Cool. Ach ja, ich mag Milch auch. Und ich könnte etwas für meine Schokolade gebrauchen. Schau, meine Schokomieze trinkt auch Milch.
Cool, wie eine echte Katze. Schon, aber es steckt ein anderer Sinn dahinter. So schmeckt sie gleich viel besser. Sieht appetitlich aus. Ich würde auch gern was probieren. Genau, weil das sehr gut schmeckt. Ah, ich könnte es auch als Becher benutzen. Mann, voll cool. Ich habe in dieser Runde nichts zum Naschen. Aber ich kann was anderes machen. So, jetzt habe ich eine königliche Mieze. Klasse. Ich glaube, die dreht durch. Kuckuck. Cool. Ah, ich wünsche mir jetzt was Leckeres zu essen. Und zwar diese Nudeln hier. Ach, das ist mein Lieblingsgericht, das schaffe ich. Nudeln, ach, finde ich doch alles. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Spaghetti kochen soll. Erstmal müssen wir die Spaghetti kochen. Okay, ich mache einfach alles, was die Oma macht. Das Seil werde ich wohl nicht gebrauchen. Und jetzt muss ich das irgendwie alles ins Wasser packen. Boah, Mann, wieso ist das so schwer? Schau mal, was die Oma macht. Schau, wir legen die Spaghetti ins Wasser und wenn die weich werden, rutschen die selber ins Wasser rein. Perfekt. Soll das euer Ernst sein? Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie man Nudeln kocht. Ich mache das ganz anders. Ich werde nämlich meine Nudeln selber machen. Ich brauche etwas Mehl, 2 Eier, Olivenöl, etwas Salz, alles schön zusammenmischen. Ah, das ist so entspannend. Wie auch immer, mein Teig ist fertig. Jetzt ausrollen. Oh, das dauert zwar ein bisschen, aber die Mühe wird sich auszahlen. Jetzt muss ich den Teig in Streifen schneiden. Und den werde ich jetzt kochen. Jetzt geht's an die Meeresfrüchte. Ich bin mir sicher, ein paar Garnelen werden Jess gefallen. Die brate ich natürlich in frischer Butter. Bellissimo! Was ist das denn? Das sind die besten Nudeln aller Zeiten. Schön viel Käse drüber reiben. Oh, meine Nudeln kleben am Kochtopf. Was soll das denn? Wie auch immer, wird eh nicht klappen. Ah, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach die Kaugummis hier. Mit ein bisschen Schokosoße und ein paar Gummibärchen. Das wird schon. Ganz schön originell, mein Kleiner. Hm, was haben wir denn da? Ui, das sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Hm, gar nicht schlecht. Aber nur, wenn man sehr hungrig ist. Ich probiere noch was anderes. Oh, so viel Käse. Gefällt mir gut. Aber die kleben irgendwie total. Wobei, das hat sogar etwas. Was sind das denn für Nudeln? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ah, das ist ja Kaugummi mit Schokosoße und Gummibärchen. Das ist der Gewinner, eindeutig. Yeah, ich hab's geschafft. Ich glaube, die Challenge gefällt mir. Diesmal möchte ich gerne einen Hotdog haben. Ein Hotdog? Ach, sowas schaffe ich doch ganz einfach. Hä? Was macht ihr da? Muss man die Würstchen etwa braten? Aber natürlich, mein Kleiner. Man kann doch keine rohen Würstchen essen. Okay, ich werde wohl nach diesen Regeln spielen müssen. Wer braucht schon dieses Ding da? Einfach so viel wie möglich Öl. Und jetzt erhitzen. Oh, das kann nicht gut enden. Okay, das Öl ist heiß. Nein, du es nicht. Wieso denn nicht? Das tut voll weh. Das spritzt total. Hilfe, 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 Hilfe. Weg damit.
Okay, okay, jetzt spritzt nichts mehr. Das war ja ganz schön gefährlich. Hey, Oma! Beim nächsten Mal fragst du mich nach Rat. Ach, das Würstchen riecht ja gut. Und jetzt schön ins Brötchen mit ein bisschen Senf. Und fertig sind wir. Sieht schön aus. Ted, was ist denn hier los? Okay, ich werde mein Würstchen eben mit dem Gasbrenner hier anbraten. Oh, schön knusprig. Ach, schon wieder diese Möchtegerne. Ich zeig euch mal, wie das geht. Merkt euch das. Eier, Milch, schön aufschäumen. Da kommt jetzt etwas Mehl rein. Wir machen den Teig fürs Brötchen, das ist doch klar, oder? Jetzt nehme ich mir Würstchen und Käse. Die spieße ich auf. In diesen kleinen Kochtopf kommt jetzt Öl. Darin werde ich das Würstchen mit dem Käse im Teig frittieren. Ach ja, ein paar Chips nicht vergessen. Das wird die Sache schön knusprig machen. Und jetzt abwarten, bis der Hotdog schön braun ist. Erledigt. Ah ja, und noch ein bisschen Ketchup und Senf dazugeben. Oh, das sieht ja schön aus. Gib mir mal den Ketchup und den Senf. Ah, je mehr Soße, desto besser. Ich glaube, ich werde gewinnen. Mal sehen. Diesen Hotdog will ich nicht mal anfassen. Der sieht aber lecker aus. So ein ganz normaler Hotdog, würde ich sagen. Wenn auch zu viel Brot und zu wenig Wurst. Oh Mann, was ist das denn? Du meine Güte, das ist echt das Beste, was ich je gekostet habe. Herzlichen Glückwunsch, das ist die Gewinnerin. Haha, ich habe gewonnen in dieser Runde. Was sollen wir mit dem ganzen Gemüse und dem ganzen Obst machen? Ganz einfach. Ich will nämlich einen Cocktail haben. Ich bin mir sicher, ich werde mal wieder gewinnen. Na, das werden wir ja noch sehen. Ich habe schon mal gewonnen. Ich kann es noch ein zweites Mal machen. Ich muss nur genug Süßigkeiten zusammenmischen. Schokolade, Gummibärchen, etwas Cola, etwas Fanta und Sprite natürlich. Das wird die echt ultimative süße Bombe. Wo ist der Knopf? Es wird Zeit, das alles schön durchzumischen. Los geht's. Ich bin mir nicht sicher, dass so viel Süßkram lecker schmecken kann. Ich mache etwas Gesundes. Eine duftende Zwiebel mit etwas Brokkoli und eine knusprige Gurke. Mit etwas Tomaten und Sellerie. Vorsichtig reinstampfen in den Mixer. Und noch etwas Grünzeug. Nur ein Schluck von diesem Cocktail wird Jess sofort mit Energie bereichern. Ach, ist das ekelhaft. No. Ich will mir den Geschmack gar nicht vorstellen. Ich habe da eine viel bessere Idee. Ich nehme mir eine Wassermelone, schneide den oberen Teil ab und das Fruchtfleisch mixe ich schön durch. Da kommt jetzt noch eine Ananas in Würfel geschnitten rein, eine Drachenfrucht und etwas Kiwi. Oh, das sieht ja aus wie Eiscreme, nicht wahr? Ah, jetzt brauche ich noch etwas Kokosmilch. Wunderbar. Ich stecke noch die Strohhalme rein und jetzt können wir das probieren. Gefällt euch das? Bei uns ist alles fertig. Na, gib mir mal die Cocktails. Oh, die sind ja alle so unterschiedlich. Aber irgendwie auch ähnlich. Was ist das denn? Das ist so süß, das kann ich nicht trinken. Und dieser Schlamm hier macht mir wirklich keinen Mut. Oh nee, das kann ich überhaupt nicht trinken. Nein, 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 niemals. Dieser letzte Cocktail sieht aber viel besser aus. Da ist sogar mein Name reingeschnitzt. Ist ja schön. Oh,
Und der Geschmack hat mich gar nicht enttäuscht. Genial, der Autor dieses Getränks hat gewonnen. Das bin schon wieder ich. Schön. Sollen wir etwa eine Torte machen? Auch wenn du nicht besonders clever bist, hast du es diesmal erraten. Ja, ich möchte mir einen Kuchen. Ach, eine Torte, das ist doch ein Kinderspiel. Ich verwende ein altes Rezept, das ich noch von meiner Oma kenne. Zuerst muss ich die Creme zubereiten. Dafür schlage ich die Eier auf. Lass aber nur das Eiweiß übrig. Jetzt machen wir daraus einen schönen, leckeren Eischaum. Das ist die Basis für meine Creme. So schön luftig und schneeweiß. Was könnte besser sein? Wir verteilen noch etwas an den Seiten. Und obendrauf kommen natürlich ein paar Streusel. Ach ja, und die Erdbeeren nicht vergessen. Frisch aus dem Garten. Oh wow, Oma, das sieht echt gut aus. Das ist nicht für dich, Ted. Ah, wie auch immer. Ich bin mit meiner Torte auch fast fertig geworden. Eben Gummibärchen und Schokosirup. Mehr brauchen wir auch nicht. Wobei, noch etwas Erdbeersirup könnte den Geschmack noch ein bisschen aufpeppen. Und ein paar Alm und Ems oben drüber nicht vergessen. Gut gemacht, mein Kleiner. Und was macht die denn da? Tja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Euch wird das Lachen noch vergehen, wenn ihr mein Dessert seht. Zuerst mal muss ich Karamell kochen. Da gibt's einen kleinen Konditortrick. Ich fülle einen Ballon mit Wasser und darüber gieße ich die Karamellfüllung. Jetzt schneide ich den Ballon auf und werfe ihn weg. Und die Form kann ich jetzt mit dem Kuchen füllen. Zwischen den Kuchenschichten kommt noch frische Schlagsahne. Ich bin mir sicher, das wird unglaublich lecker und einfach unwiderstehlich. Ach ja, die Soße nicht vergessen und ein paar leckere Streusel. Und natürlich noch ein paar Früchte. Das war's auch schon. Oh, das sieht ja wirklich reizend aus. Aber mal sehen, was die kleine Jess sagt. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau davon habe ich von Anfang an geträumt. Ich probiere mal zuerst diese kleine Torte. Oh Mann, ist das lecker. Mal sehen, ob die große Torte da noch leckerer sein kann. Keine Ahnung, mal sehen. Ah, ich weiß, es ist die Torte, die meine Oma mir immer zum Geburtstag macht. Oh, die ist ja noch besser. Okay, jetzt probiere ich wohl die Torte von Ted. Hui, diese Bonbons als Topping gefallen mir gut. Das schmeckt auch gut. Ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich glaube, der Kuchen meiner Oma ist der beste. Oh, ich wusste es doch. Das ist mein kleines Enkelkind. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das für ein Ding auf ihrer Schulter? Was sollt ihr mir machen? Wie wär's denn mit einem Kuchen? Ach Quatsch, das schaffe ich. Also man braucht Mehl und Milch. Jetzt schlägt man zwei Eier auf. Dazu kommt etwas Butter und natürlich Zucker. Jetzt alles schön verrühren. Das gibt einen tollen Teig, nicht wahr, Wednesday? Eiskaltes Händchen, mach schon. Gib zuerst das Mehl rein. Ja. Super, und jetzt Milch. Und jetzt noch ein Ei. Ach ja, vergiss den Zucker nicht. Und jetzt musst du alles umrühren. Und ich gebe eine Kleinigkeit hinzu. Das macht die Sache auf jeden Fall besser. Gut gemacht. Was? Die Hand hat ja alles für sie gemacht. Och, Minno. Okay, gut, Ben, du musst dich zusammenreißen. Ich fange einfach mit diesen Muffins hier an. Da kommt ein bisschen Schlagsahne drauf. Und noch ein bisschen Muffins. Und noch mehr Schlagsahne. Und noch ein paar Muffins. Na also, fertig ist der Kuchen.
Richtig lecker. Hä, was macht denn da die Hand? Also, meine Torte ist fast fertig. Hä? Eiskaltes Händchen, wo bist du denn? Na, wie auch immer. Ich mach das selber. Ich nehme mir ein kleines Messer. Und nehme die Hälfte raus. Aha, jetzt brauche ich noch dieses weiße Ding hier. Noch so ein bisschen und noch ein bisschen. Sieht aus wie ein Gehirn. Ah, ganz schön nett, Wednesday. Also, ich muss deinen Kuchen weitermachen. Stufe 2. Da kommt jetzt noch ein bisschen Creme drauf. Und schön formen. Wunderbar. Ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Verzierung. Die Formen fülle ich mit Vollmilchschokolade. Und zum schnelleren Aushärten benutze ich flüssigen Stickstoff. Jetzt noch ein bisschen Schokoladenmasse und ein paar Nüsse. 1, 2 und fertig sind meine M&Ms. Die lege ich natürlich auf die Torte und die kleinen M&Ms kommen oben drauf. Meine Torte ist fertig. Ich habe mich selbst übertroffen. Ah, viel zu süß. Ich muss ein bisschen Blut hinzugeben. Viel davon. Und ein paar Augen. Na also. Paige mag Regenbogen, also gebe ich noch ein paar Streusel hinzu. Wow, Wednesday! Was ist das denn? Dein Kuchen lebt! Natürlich lebt er. Das ist schließlich ein Gehirn. Lasst uns alles probieren. Oh, wow, das ist ja ein M&M's-Kuchen. Ist das ein Gehirn? Ich fange mit Bens Kuchen an. Hä, das ist ja nur Schlagsahne und Muffins. Ist zwar lecker, aber das ist kein richtiger Kuchen. Okay, jetzt mache ich mich an den Chefkochkuchen. Oh, was für eine große Süßigkeit. Unglaublich lecker. Ich glaube, dass die Torte noch besser schmeckt. Einfach wunderbar. Okay, ich mache mich so langsam an Wednesdays Kuchen. Ich hoffe, dass es kein richtiges Blut ist. Moment mal, das ist doch Erdbeersirup. Und das sind Glotzer mit Füllung. Ist ja richtig köstlich. Wow, und der Kuchen schmeckt auch furchtbar gut. Wednesday, du hast gewonnen. Ich kann mich gar nicht losreißen. Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe diesen Kuchen. Moment mal, ist er etwa lebendig? Was? Ist das eine richtige Hand? Ah! Hilfe! Das Ding sitzt auf meinem Kopf. Ah, da bist du ja. Na, was erwartet uns diesmal? Das reicht. Ich will Nudeln. Nudeln also? Das ist kinderleicht. Es gibt ja schließlich Instant-Nudeln. Ich öffne nur den Deckel, streue da die Gewürze drüber und setze den Kessel auf. Das war's. Und was macht... Was für eine Sauerei. Wednesday, sind das etwa Maden auf dem Teller? Wednesday, ich glaube, Paige wird das nicht gefallen. Das müssen wir wegwerfen. Ach, ihr seid solche Softies. Na gut, dann mache ich hier eben richtige Nudeln. Ich muss einfach Wasser mit etwas roter Farbe und einer Gelee-Mischung vermischen. Umrühren. Jetzt schneide ich mit meiner kleinen Gartenschere den Überschuss von diesen Röhren im Glas ab. Und gieße den Teig rein. Oreo-Kekse. Ich liebe diese Creme. Jetzt werde ich aus den Keksen Streusel machen. Und da kommen jetzt meine Gummilarven drauf. Sieht gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Kommt alles schön drauf. Na also, fertig sind meine Spaghetti. Das ist mal wieder typisch Wednesday. Ich werde selbstgemachte Nudeln machen. So, jetzt
jetzt muss ich sie nur noch kochen. Al dente natürlich. Hausgemachte Nudeln. Viel zu viel Mühe. Ich muss einfach nur dieses kochende Wasser da reingeben und den Deckel wieder zu. Ich habe gesagt, Deckel zu. Wieso geht das nicht? Moment, ich habe eine Idee. Ich muss einfach ein Bügeleisen benutzen. Na also, schau dir das an, Betty. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Also, meine Pasta ist fertig. Ab in die Friteuse. Einfach wunderschön. Jetzt wird etwas Käse und ein paar Tomaten garnieren. Solche kleinen Kirschtomaten. Wunderschön. Ha, so viel Mühe. Meine Nudeln sind viel leckerer. Moment, ich muss sie aufmachen. Wieso geht das nicht? Mensch, was soll ich machen? Ah ja, genau. Ich klebe einfach einen Strohhalm mit einem Kaugummi an dem Ding fest. Das ist auch viel bequemer. Tada, meine Nudeln sind fertig. Meine auch. Mann, ihr habt so viel gekocht. Ich fange mit dieser Variante an. Hä, wieso sind die so hart? Sieht ganz schön seltsam aus. Die sind ja irgendwie viel zu trocken. So lala. Hä? Sind das etwa Maden? Die sind wohl nicht lebendig, oder? Probieren wir mal. Na komm schon, Paige, du schaffst das. Moment mal. Das sind doch Gummibärchen und Oreo. Voll köstlich. Und was ist das, Ben? Die Gabel werde ich wohl nicht gebrauchen. Ich nehme mir einfach diesen Strohhalm hier. Weg mit diesem Kaugummi. Probieren wir mal. Die Brühe schmeckt lecker. Und die Nudeln auch. Ben, du hast gewonnen. Gefällt mir richtig gut. Wirklich? Hab ich gewonnen? Yeah, ich hab's geschafft. Ups, tut mir leid. Na, was machen wir jetzt? Aha, ich bin fertig. Also, ich wünsche mir einen Schokoladenkeks. Genau so einen. Ha, ist ja Blödsinn. Da muss man ja gar nichts machen. Ich nehme ihn einfach aus der Packung. Fertig sind wir. Ha, übrigens, ich kann mir sogar einen nehmen. Voll lecker. Was machen die anderen? Diesmal verliere ich sicher nicht. Ich nehme Milch und Mehl. Zwei Eier. Alles schön zusammenmischen. Und jetzt müssen wir den Teig ausrollen. Das ist ganz einfach. Schließlich habe ich mein Lieblingsnudelholz mitgenommen. Jetzt nehme ich mir diesen extra Keksausstecher. Ich mache gleich mehrere Formen. Meine Keksausstecher versagen nie. Wednesday, was machst du denn da? Ich mache eine Guillotine für den Teig. Ich muss ihn ja schließlich in kleine Stücke zerteilen. Jetzt muss ich diese Würstchen zu Finger formen. Und den Nagel nicht vergessen. Die kommen jetzt hier drauf. Jetzt mache ich den Zuckerguss mit Zucker und Wasser. Und ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe. Alles schön umrühren und auftragen mit einem Pinsel. Es ist Zeit, die Dinger zu backen. Drähte anschließen. Es werde Licht. Oh ja, das gefällt mir. Und fertig sind die Dinger. Na, was sagst du dazu, Betty? Ganz schön ungewöhnlich. Meine Kekse hier werde ich auch backen. Jetzt muss ich sie in Schokolade stecken. Ich habe genauso viele Farben, wie ich auch Formen habe. Die kommen jetzt alle übereinander. Und fertig ist mein kleiner Keksburger. Oh, wie eklig. Ah, ihr seid so langsam. Und ich habe alle Kekse aufgegessen. Was soll ich denn jetzt tun?
Moment, ich habe eine Idee. Ich brauche einfach einen Toast. Und jetzt Schokopaste. Riecht gut. Ups. Ich glaube, die sind verbrannt. Aber das macht nichts. Da kommt jetzt Paste drauf. Na, sieht doch aus wie ein Oreo-Keks, oder? Ich muss nur noch den Rand abbeißen. Na also, so sieht's gut aus. Das ist sogar für mich unangenehm. Also Paige, los geht's. Wow, diesmal habt ihr wirklich euer Bestes gegeben. Abgesehen von Ben, was ist das denn überhaupt? Hat das jemand schon mal gekaut? Ist ja alles voll flüssig. Nein, danke, das will ich nicht. Was kommt als nächstes? Ich probiere diese Hexenfinger hier. Sieht ganz schön interessant aus. Und schmeckt sogar gut. Ich krieg gar nicht genug davon. Und jetzt diese Kekse hier. Oh wow, so viele davon. Und zusammen ergeben die einen Burger. Wow, dieses Brötchen ist mega knusprig. Ich will alles zusammen probieren. So richtig schön knusprig und schokoladig. Also diese Kekse haben auf jeden Fall gewonnen. Betty, du hast dich selber übertroffen. Wirklich, ich? Ah, ich freue mich total.